haben uns dann schon in Kindergartenjahren für Waldorf entschieden, weil uns hat es einfach beim Reinkommen, die vorbereitete Umgebung hat uns sehr gefallen. Ich bin selber 13 Jahre in eine Waldorfschule gegangen und für mich war immer klar, meine Kinder, die werden auch in so eine Schule gehen. Und dann haben wir den Versuch Waldorf gewagt und sind bis heute total zufrieden. Besonders ist hier, dass die Schwächen eines Kindes nicht in den Vordergrund gerückt werden. Es werden immer die Stärken aufgezeigt. Dass mein Kind, so wie eigentlich alle Kinder, so genommen werden, wie sie sind, wo sie mit Neugierde neue Sachen lernen können und mit Freude einfach am Lernen dabei bleiben können. Für mich ist gut der internationale Lehrplan, weil wir nie wissen, wo in der Welt wir hin verschwinden oder wo es uns hin verschlägt. Und dadurch, dass es international ist, gibt es in jedem Land beinahe eine Waldorfschule. Das heißt, auch ein Abschluss ist ermöglicht. Sie werden zu weltoffenen und weltoffenen Bürgern erzogen, die respektvoll miteinander umgehen, die respektvoll der Natur gegenüber sehen. Für mich war einfach total wichtig zu sehen, dass sie es mit allen Sinnen erfassen dürfen und erfassen können, was sie lernen und dass es sich so verankert. Mir war wichtig, diese speziellen Fächer, die Waldorf ausmachen, wie Handarbeiten, wie Eurythmie, wie Gartenbau. Sie bekommen Tools an die Hand, wo sie selber kreativ tätig sein können. Die Lotte hat irrsinnig gern ihre Tasche um und der Gregor ist total stolz auf seine Haube. Und es macht einfach was mit den Kindern, wenn sie ihr eigenes anhaben, ja? Oder ausführen. Hallo. Hallo. Was machst denn du da? Ich habe gerade meine Puppe genäht. Ich mache ihn nachher gewandt und vielleicht setze ich ihn sogar einen Hut auf. Tschüss. Schön, tschüss.